Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch einen DM-Haul, weil ich ganz dringend wieder neue, frische, dekorative Kosmetik gebraucht habe. Ein bisschen was Haushaltstechnisches ist auch dabei, aber das meiste dreht sich wirklich um dekorative Kosmetik. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf und wenn ihr Lust drauf habt, dann bleibt jetzt dran. In the dark we stand apart, we never see. Ich greife wieder einfach rein und ja, das erste, was mir in die Hand fällt, ist diese Wildschweinbürste. Man hört ja viel Gutes über diese Wildschweinbürsten und deswegen wollte ich mich jetzt selber mal davon überzeugen. Diese Kämm-Dinger sind eben aus Wildschweinbürsten und diese Bürste an sich ist aus Holz. Ist also auch sehr umweltfreundlich und ich bin echt gespannt, ob man dadurch wirklich keine statisch aufgeladenen Haare mehr hat. Denn das habe ich zurzeit, dieses Problem, und das ist so nervig, weil die Haare dann auch immer so schneller fettig und so aussehen, finde ich. Also hoffe ich, das schafft Abhilfe. Dann wollte ich eigentlich demnächst unbedingt mal wieder zum Friseur, weil ich es wirklich nötig habe. Ich habe kein Pony mehr, ich habe nichts und ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Form drin. Und die Haare haben auch voll den Ansatz, deswegen wollte ich die eigentlich auch färben. Aber da habe ich mir gedacht, das kann ich mir sparen und ich färbe sie einfach selber. Deswegen ist das Sias Oleo Intense Permanente Ölkoloration mitgekommen in der Farbe warmes Kupfer. Ja, ich hatte schon mal kupferne Haare. Ich hoffe, ich versaue sie nicht. Wenn doch, dunkler geht immer. So viel zu Haaren. Dann kommen wir jetzt mal zu Augen. Und zwar war mein Superliner Perfect Slim von L'Oreal leer und ich liebe den. Wer mich schon etwas länger verfolgt, merkt, dass ich eigentlich immer einen Lidstrich habe. Heute mal ausnahmsweise nicht, weil ich mal ein bisschen anders aussehen wollte. Ja, genau. Also der muss immer mit, der muss auch immer nachgekauft werden. Der wurde mir übrigens von der lieben Sandylicious empfohlen. Ihren Kanal verlinke ich euch sowieso noch in der Infobox. Bleibt bitte bis zum Ende dran, denn sie hat auch einen DM-Haul hochgeladen. Dann hatte ich diese Woche ja ein Vorstellungsgespräch und ich wollte wirklich perfekt aussehen, perfekt sein einfach, weil ich sehr gerne bei dieser Stelle anfangen würde. Und deswegen habe ich mir noch eine Nude-Palette von Catrice geholt und zwar ist das die neue. Die Nude Sand Palette. Da sind einfach schöne natürliche Töne drin. Man kann sich einfach so schminken, dass man eigentlich gar nicht geschminkt aussieht. Und das war mein Ziel. Super tolle Palette. Dann hatte ich ja auch noch Geburtstag am Sonntag. Ich bin 16 plus 10 geworden. Ich und meine beste Freundin, wir wollten endlich mal wieder zusammen weggehen. Und ja, ich habe schon genau im Kopf, wie ich mich schminken werde. Ich möchte auch Fake Lashes hinmachen und so weiter. Mich auf jeden Fall dunkel schminken und deswegen habe ich dieses Smoky Eye Set von Catrice noch mitgenommen. Genau, gerade hatten wir es von Fake Lashes. Ich habe mir auch noch welche gekauft. Die sind jetzt ein bisschen extremer, nicht ganz so natürlich. Aber wenn die jetzt blöd aussehen, habe ich auch noch natürliche da. Und ich denke aber, das wird dann schon für meine Zwecke sehr passend sein. Von den Augen wandern wir zu den Lippen und zwar war ich auf der Suche nach einem schönen Nude-Lippenstift für mein Bewerbungsgespräch und bin fündig geworden, auch bei Catrice und habe hier einen wunderschönen Nude-Ton. Das ist so ein Altrosa, würde ich sagen. Ich swatch ihn, ihr seht ihn. Ja, leicht schimmernd auf jeden Fall, nicht ganz matt, sehr natürlich und das ist die Nummer 370. Und heißt Inner Rose Garden. Von der Ultimate Color Serie. Auch für mein Bewerbungsgespräch, weil ich ja Gelnägel hatte und die mir runtergefallen haben, meine Nägel dann nicht mehr so schön ausgesehen haben, habe ich einen ganz natürlichen Nagellack gesucht und bin da auch wieder bei Catrice fündig geworden. Und zwar habe ich mir einen von der Luxury Nude Palette ausgesucht und zwar in der Farbe 10 Lily from Piccadilly. Genau, also der sieht so aus. Ich kann ihn euch nachher nochmal von nah auf meinen Händen zeigen, der ist noch drauf. Wirklich ein sehr, sehr schöner, perliger Ton. Ganz, ganz hellrosa und ja, macht auf jeden Fall was her und die Nägel sehen super gepflegt aus. Dann war mein Corrector Pen leer und das ist natürlich ganz wichtig, besonders weil ich es nicht mehr so gewohnt bin, meine Nägel zu lackieren, weil ich ja dauernd die Gelnägel hatte. Deswegen ging natürlich einiges daneben und da war es ganz wichtig, dass ich es natürlich mit so einem Pen wieder wegmachen kann. Ich nehme da eigentlich immer den von P2. Ich kann da nichts dran mäkeln und er macht seinen Job und ist auch nicht so teuer. Dann habe ich für unseren Partygang mir noch einen besonderen Nagellack ausgesucht und zwar diesen hier.
Das ist von Maybelline der Color Show Nagellack in der Farbe White Splatter 02. Und ja, er sah so interessant aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht einen schwarzen Lack drunter mache oder einen weißen und es dann so ein bisschen über einzelne Finger drüber pinsel. Ich denke, das macht ein richtiges. Ja, das wird dann so der Eyecatcher meiner Nägel. Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Also, ich denke, es macht ganz schön was her auf den Nägeln, wenn man es nicht überall drauf macht. Weil ich mir nicht sicher war, ob ich schwarz oder weiß als Base nehmen möchte oder vielleicht beides, das sieht vielleicht auch ganz cool aus, habe ich mir noch eine weiße Base mitgenommen von Essence. So, das war's jetzt mit dekorativer Kosmetik. Jetzt kommt noch ein einziges Teil und zwar für das Klo. Ich habe da schon einiges ausprobiert, so Dinger zum Reinhängen, aber ich finde das voll eklig, wenn die dann leer sind und man die raustut. Und ja, ich fasse das einfach nicht gern an und deswegen ist die perfekte Lösung für mich dieser WC-Stempel, wo man einfach so ein Stempelding reinmacht und das löst sich von alleine auf und ist irgendwann dann halt weg. Sind so weiße, ich hatte sonst immer die grünen. Ich bin mal gespannt, wie die sind und die sollen nach Orange riechen, glaube ich. Active Citrus, also viele verschiedene Zitrusdinger wohl. Also mal schauen, wie die so sind. Vielleicht sind die nicht so auffällig, weil Finn findet die immer so interessant und will die wegmachen. Wenn die weiß sind, ist es vielleicht nicht so. Ja, meine Lieben, das war's also schon wieder mit meinem DM-Haul. Es ist sehr viel dekorative Kosmetik geworden, weil einfach das Vorstellungsgespräch war. Sagt mir gerne, ob ihr dazu ein Get Ready With Me haben wollt. Schaut unbedingt bei der lieben Sandylicious vorbei. Ihr Kanal ist in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Sie hat auch einen DM-Haul abgedreht und ist eine wirklich liebe Maus, macht super tolle Videos. Lasst ihr gerne einen Gruß von mir da. Dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!